Und schon wieder ist eine Woche vorbei. Herzlich willkommen zurück bei DevPlay. Wir haben heute ein spannendes Thema mitgebracht, aber davor noch viel interessantere Gäste. Hi, ich bin der Micha von Deck 13 und ich sitze im gleichen Outfit wie in der letzten Woche hier. Hallo, Adrian von Black Forest Games. Hey, mein Name ist Ben, ich bin von den Pixelmaniacs. Und hi, ich bin Phil von Deck 13. Ich habe endlich die Möglichkeit, über ein Thema zu sprechen, über das ich sehr, 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 sehr lange schon sprechen möchte. Es ist quasi so, dass bei jeder Aufnahmesession ich dieses Thema einmal vorschlage. Alle sagen, nee, das ist doof. Aber jetzt habe ich heute hier Gewalt, weil ich hier Residency habe neben Adrian und ich kann sagen, wir machen heute dieses Thema. Es geht nämlich um das Thema Keyseller. Jetzt kann ich kurz einmal anekdotisch einsteigen, dass ich natürlich früher in meiner Schülerzeit irgendwann mal rausgefunden habe, hey, warte mal, es gibt eine Möglichkeit, vermeintlich legal Spiele billig zu kaufen. Ja, okay, Battlefield 3, das ist dann russisch und ich muss da irgendwie noch irgendwelche Loka-Files runterladen, um da die englische oder deutsche Sprachvariante zu haben, aber wow, das kostet 9 Euro, dieses Spiel, cool. Und irgendwann später habe ich mal realisiert, ich glaube auch so ein bisschen als Total Biscuit da öfters mal drüber geredet hatte öffentlich, dieses Keyseller-Ding, das ist gar nicht so cool. Ich bin mir unsicher, was da gerade so die öffentliche Wahrnehmung ist, was Keyseller angeht, beziehungsweise die Möglichkeit, einfach Game Keys irgendwo im Internet zu kaufen. Deswegen würde ich jetzt super gerne auch mal mit einem Product Manager und mit einem Indie-Entwickler darüber reden, was da denn so für Kreise gezogen werden. Kann man da grundsätzlich sagen, Keyseller sind immer schlecht? Das kommt darauf an, was man unter Keyseller versteht. Also Keyseller per se, ja, Katastrophe. Also die schädigen den Markt auf eine Weise, das sind selbst Raubkopien dagegen eigentlich fast harmlos. Das ist aber nicht gleichzusetzen mit Keyshops. Also es gibt zertifizierte Keyseller, das ist sowas wie ein Green Man Gaming, den Humble Store oder sonst etwas. Lass mich kurz einhaken, bitte nur Positivbeispiele namentlich nennen. Ja, natürlich, genau. Okay. Die sind absolut zertifiziert, die arbeiten seriös. Es gibt auch zig weitere, aber das sind jetzt so die bekanntesten, die man so eigentlich im Hinterkopf dahingehend hat. Und dann gibt es halt diesen, ja, man bezeichnet es ein bisschen als Grey Market, also als so einen grauen Markt, der irgendwie auch noch existiert, wo Leute zum Beispiel auch ihre Keys verkaufen können oder wo Keys, ich sag mal so 40 bis 50, manchmal 60-70% günstiger sind als in allen anderen Keyshops. Und das nicht nur zu Rabatten. Ich meine, ganz ehrlich, ich mache ja auch bei Steam irgendwann mal so, wenn ein Spiel ein gewisses Alter erreicht hat, jagst du halt mal 70-80% Rabatt drauf, passt schon. Aber dort hast du halt dann wirklich zum Release teilweise Keys, die irgendwie 70-80% unter Neupreis sind. Und ich nenne die jetzt bewusst nicht namentlich, weil ich diesen Plattformen keine Aufmerksamkeit verschaffen möchte. Aber das Geschäftsmodell, was wir verfolgen, ist unfassbar. Also das ist, ja, ich würde es fast schon an Betrug grenzen bis hin zu Geldwäsche bezeichnen. Also was klar ist, ist, es gibt Möglichkeiten, abseits von den Hauptplattformen Steam und so, Spiele zu kaufen über lizenzierte Stores. Du hast jetzt zum Beispiel Humble Bundle und Green Man Gaming angefragt. Jetzt frage ich dich einmal kurz, bevor ich weiterleite, wie kommen diese Keys, die der Entwickler oder der Publisher rausgibt, dahin? Die werden einfach angefragt von der Plattform? Nee. Also normalerweise, also lizenzierte Partner haben normalerweise irgendwie einen Kontakt beim Publisher oder beim Entwickler sitzen, wo sie einfach dann die Keys bestellen oder sagen, hey, wir brauchen, keine Ahnung, zum Launch. Bei einer kleinen Plattform sind das, lass es mal 500 Keys sein, bei einer großen Plattform lass es mal 2000 Keys sein. Machen wir uns nichts vor, Steam, Good Old Games und so weiter sind halt immer noch die großen Player auf dem Markt oder auch der Epic Store. Aber diese kleinen Stores machen halt kleinere Mengen, aber trotzdem kumuliert sich das Ganze natürlich zu einer sehr großen Summe an Keys. So, und dann sind da meinetwegen, keine Ahnung, 10.000, 20.000 additionale Keys im Umlauf und die werden dann halt an diese Stores geliefert. Wie jetzt diese anderen Leute an die Keys kommen, da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Lass mich da mal weiterleiten. Jetzt genau. Ist es ja so, dass uns der Launch, warte mal, lass mich kurz rechnen, es ist schon gelauncht, ne? Can't Drive, das ist jetzt in diesem Moment auf allen Konsolen verfügbar. Und ich glaube, bin super glücklich, weil es voller Erfolg ist. Gerade auch über TikTok, was ihr da nochmal an Umsätzen gemacht habt. Das ist der Wahnsinn. Ja. Wie sieht denn das aus? Wir hatten vorhin mal ganz kurz drüber gequatscht. Ihr kriegt jetzt wahrscheinlich gerade auch eine Menge Influencer-Anfragen, einfach so. Und dann guckt man mal und sieht, ah, warte mal, die E-Mail, die da von der die kommt, die ist gar nicht auf der YouTube-Seite. Was passiert da so? Hast du schon mitbekommen, dass jemand versucht, sich da Keys zu erschleichen bei euch?
Ja, also ich meine, für uns jetzt als kleine Firma ist es natürlich halt wichtig, irgendwie mit Influencern zusammenzuarbeiten und Influencerinnen. Und das ist essentiell. Also wir brauchen einfach die Reichweite, um so unsere eher kleineren Spiele halt bekannt zu machen. Und dementsprechend kriegen wir halt regulär schon sehr viele Anfragen, ob wir halt Keys zur Verfügung stellen können für Presse, aber eben auch für YouTuber, Streamer, was auch immer. Und ja, also es passiert wirklich sehr häufig, dass da Anfragen reinkommen, die halt schon sehr komisch wirken so. Und mit allen möglichen Tricks, also irgendwie das, also an alle da draußen, wenn ihr eine E-Mail bekommt von einer E-Mail-Adresse, das ist mit einer Zeile Code in egal welche Programmiersprache, mehr oder weniger, ist fakebar. Also es ist super einfach. Der Absender einer E-Mail-Adresse ist nie verifiziert. Es gibt Ausnahmen und so, aber das ist ganz leicht zu faken. Und manche machen dann halt, dass die Reply-to-Adresse, also wenn du darauf antwortest auf die Mail, leicht abgeändert ist, aber dann der Person gehört, die halt versucht, einen Key abzugreifen. Ich hoffe, ich habe jetzt keine Anleitung zum Keys klauen gegeben, aber jetzt so funktioniert Schneid das es raus. zum Beispiel. Und das ist halt, wenn du halt wirklich irgendwie 100 Mails an einem Tag bearbeitet hast oder 1000, irgendwann, das kann schon mal übersehen werden halt. Und solche Keys gehen zum Beispiel auf den Markt. Es gibt aber auch noch andere Methoden. Also das ist jetzt die geläufigste, die bei uns so ankommt. Das ist die, die tatsächlich relativ beliebt ist, irgendwie Fake-Influencer-Anfragen. Deswegen E-Mails niemals direkt auf den Antworten-Button drücken. Und wenn man auf den Antworten-Button drückt, immer die E-Mail manuell nochmal ersetzen und gegenverifizieren und so weiter. Aber ja, genau, im Endeffekt geben sich Leute als Menschen aus, die in irgendeiner Weise für das Marketing relevant sein könnten. Und darüber ziehen sie dann die Keys. Und diese Keys stellen sie dann auf besagte Plattformen. Andere Möglichkeit, wo die ihre Keys herbekommen, ist natürlich sowas wie aus dem Humble Bundle. Das wäre auch völlig in Ordnung. Oder dass Leute ihre Keys selber, also du kaufst ein Spiel und stellst fest, oh, pff, eigentlich will ich es doch gar nicht haben, also verkaufe ich den Key wieder. Auch das ist eine, also ich verstehe schon, warum man auch Keys weiterverkaufen können sollte, müsste, können, dürfte. Aber Fakt ist, dass halt auf diesen Plattformen auch viele Keys von Credit Card Frauds zurückzuführen sind. Das heißt, mit geklauten Kreditkarteninformationen werden dann zum Beispiel bei Green Man Gaming oder im Humble Store Keys gekauft. Und zwar in deutlicher Anzahl. Was dann passiert ist, diese Keys landen dann ebenfalls auf diesen Handelsplattformen und werden dort weiterverkauft. Dann gibt es einen Kreditkarten-Chargeback. Das heißt, das Geld wird zurückgebucht von dem Store, weil beziehungsweise dann hat der Store einen Verlust gemacht, bleibt aber auf der Transaktionsgebühr sitzen und gibt das dann im schlimmsten Fall auch direkt an den Entwickler beziehungsweise Publisher weiter. Das heißt, als Beispiel, wenn du eine Raubkopie dir ziehst von einem Spiel, richtest du weniger Schaden oftmals an, als wenn du einen Key auf so einer Plattform kaufst, weil damit verursachst du im schlimmsten Fall auch noch zusätzliche Kosten. Viele Shops sind mittlerweile dazu übergegangen, diese Chargebacks dann nicht mehr in Rechnung zu stellen. Das ist, weil sie gemerkt haben, damit schaden sie dem Ökosystem des Entwickler- und Publisher-Modells noch viel mehr. Aber das ist trotzdem, ich meine, so schadest du dann halt wenigstens den legalen Shops auch noch. Und ja, da kommen sehr viele Keys her und von Retail-Versionen, die dann irgendwo, das ist das, was Phil am Anfang meinte mit, oh, er hat Battlefield 3 auf Russisch, es gibt sogenannte Region-Locked Keys. Das heißt, auf Steam ist ja ein Spiel nicht immer gleich teuer. In Russland ist ein Spiel günstiger als in Deutschland, weil einfach dort die Preise automatisch mehr oder weniger automatisch angepasst werden, in bestimmte Regionen eingeteilt werden, weil dort einfach die Lebenskosten oder die Einkommen niedriger sind oder höher, je nachdem, weswegen es dann lokale Preise gibt. Dann kann man aber auch gerade für Retail-Versionen, und in manchen Ländern sind Retail-Fassungen eben noch ein Ding, kann man dann regional geblockte Keys generieren. Das heißt, die schalten dann zum Beispiel nur die russische Sprache frei. So, was ich dann als jemand in, sage, okay, gehen wir mal von Deutschland aus. Ich agiere als so ein Keyseller, so ein illegaler Keyseller in Deutschland. Das heißt, ich kaufe in Russland einfach 10.000 Kopien aus dem Handel raus für ein Apple und ein Ei.
und verdopple den Preis von diesen Keys. Ich schreibe mir diese Keys manuell raus. Es gab sogar tatsächlich mal so einen Fall in Deutschland. Es gab einen deutschen Anbieter davon, der quasi Handelsversionen aus sonst was für Ländern bezogen hat und dann diese Keys wiederum teurer im Internet verkauft hat. Die haben dann teilweise einfach nur Fotos von diesen Versionen gemacht und das ist vollkommen absurd, wenn man sich das mal vorstellt. Aber ja, und so landen dann dort diese Keys und sorgen für mehr Kosten und für mehr Unmut, als jede Raubkopie da draußen es jemals tun könnte. Und man hängt so ein bisschen da und denkt sich, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt würde ich gerne mal den Adrian fragen, wenn ich mich, ich müsste mich zurückerinnern, ich glaube letzte Woche, ich erinnere mich ganz dunkel, hast du erzählt, du hast ja schon in deiner Zeit in der Branche einiges an verschiedenen Geschäftsmodellen von deiner Seite aus miterlebt. Was hast du denn so für Erfahrungen mit Keysellern gemacht? Ist das für dich, gab es so den Punkt, wo du gemerkt hast, oh, dafür gibt es jetzt einen Markt, das ist jetzt ein Thema? Ja gut, du hast wechselt natürlich immer hin und her. Gab auch mal eine Zeit, da haben wir tatsächlich ganz legale Anfragen gekriegt von Keysellern, gesagt haben, okay, wir bieten euch jetzt direkt für so und so viel Keys, bieten wir euch Geld. Ja, ja. Das war dann eben, musst du dir überlegen, wir haben es nicht gemacht, weil wir eben doch mit sehr vielen anderen Shops zusammengearbeitet haben, auch Greenman Gaming, Gamergate, also wirklich einen Haufen auch kleinere Shops, so gesagt haben, nee, machen wir nicht. Aber das hat dann auch irgendwann wieder aufgehört und tatsächlich eher das Thema, diese Influencer-Keys abgreifen. Gab auch mal Gerüchte für bestimmte Shops, dass die Keys, die du denen gegeben hast, weil du verkaufst die ja nicht, ne? Dann, du gibst denen Keys und es läuft dann über Steam, also du gibst Greenman Gaming, gibst einen Key, die verkaufen den und du kriegst dann Revenue dann über Steam wird das abgerechnet. Das heißt, du gibst denen 10.000 Keys. Ja, und wenn die 5.000 verkaufen, läuft das letztendlich über Steam. Aber du weißt nicht, was mit den anderen 5.000 passiert. Ja. Es gab eben auch mal Gerüchte, dass bestimmte Shops die Keys, die sie nicht gebraucht haben, dann eben bei Keys ja dann gelandet sind. Und solche Modelle gibt es. Und das Frustrierende dabei ist halt, dass du siehst, dass Leute, die mit dem ganzen Prozess, egal an welchem Ende Entwickler, Publisher, Agenturen, Shops kein bisschen was getan haben, irgendwie Kohle verdienen mit der Geld von anderen Leuten arbeiten. Und da stimme ich von dem Michael zu, dass das sind mir ja noch Raubkopierer sympathischer, die in der Regel Leute sind, die entweder das Spiel gar nicht kaufen würden, sonst oder die es vielleicht sogar hinterher sagen, okay, nee, hat mir gefallen, ich hole es mir. Oder sich gar nicht leisten könnten, das Spiel. Aber die machen jetzt zumindest keine Kohle mit der Arbeit von anderen Leuten. Ne? Die spielen halt nur das Spiel. Ja? Aber wenn jemand wirklich, und zwar richtig Fettkohle, sprechen da schon Leute, die Millionen scheffeln mit der Arbeit von anderen Leuten. Das finde ich schon was sehr Frustrierendes. Ja, und selbst so als einfacher Keyseller, als User von so einer Plattform, gibt es Berichte, die meinen so teilweise 2.000, 3.000 Euro im Monat damit. Nur indem sie sich als Fake-Influencer ausgeben. Das ging mal so weit, ich habe mal einen YouTube-Channel gefunden, weil, ich mache im Prinzip das auch, was Ben macht. Ich überprüfe halt sämtliche Anfragen. Und Ben wird noch das blanke Kotzen kriegen, weil zu diesem Zeitpunkt ist ja, wo die Aufnahme stattfindet, ist Can't Drive This noch nicht auf allen Plattformen. Was soll denn das heißen? Das ist vorletzte Woche gelauncht. Das ist überall in den Charts, okay. Micha. Aber jetzt ist es draußen, deswegen kauft das bitte. Es ist ein sehr, sehr geiles Spiel. Ich kenne das auch schon eine ganze Weile. Ich zeige noch mal den Trailer. Genau, lass mal nebenher den Trailer laufen. Das ist ein mega cooles Spiel, also kauft den Kram. Aber gerade zum Launch Day, also die erste Woche im Launch oder auch die ersten 2, 3 Tage davor, die Anzahl an Anfragen, die da reinkommen, du bist einfach den ganzen Tag nur noch mit so einem Müll beschäftigt, um zu verifizieren, ob die Anfrage legitim ist. Und wenn du dann und irgendwann stumpfst du so ein bisschen ab und dann gehst du in diesen Modus rein und prüfst du noch, existiert dieser YouTube-Channel, okay, wie viele Follower hat er, lohnt es sich da einen Key rauszugeben? Mhm. Ist die E-Mail-Adresse korrekt, von der gesendet wurde? Okay, schickst du raus. Und dann stellst du aber irgendwie fest, Moment, irgendwas stimmt mit diesen Videos nicht. Die haben alle ein unterschiedliches Logo drin. Und da gab es wirklich einen, der hat irgendwie, keine Ahnung, 50.000 Follower sich hochgezüchtet mit gestohlenem YouTube-Content. Und dann hängst du da, jemand, der so viel Aufwand da reinsteckt, der kann doch auch vernünftig was machen. Und also es ist wirklich es ist zum Verzweifeln.
nutzt ja nicht die Plattform, wo du die praktisch das Prüfen übernehmen. Du kannst praktisch über eine Plattform werden, die Keys dann verteilst. Doch, natürlich, aber auch da kommt hin und wieder mal einer durch. Aber du kriegst ja trotzdem permanent Anfragen und nicht jeder ist auf diesen Plattformen registriert und legitimiert. Selbst von den Großen nicht. Und was willst du machen? Willst du dir dann die Möglichkeit entgehen lassen, auch diesen Content mitzunehmen? Oder setzt du dich dann halt hin und sagst, okay, ich überprüfe das jetzt. Und Teil meines Jobs ist es dann unter anderem, den ganzen Mist rauszufiltern. Mhm. Und dann denkst du, das kann nicht wahr sein, das kann nicht wahr sein. Ja. Ich finde, die Sache ist halt auch die, dass die Anfragen teilweise professioneller sind als von großen Influencern. Ja, also, absolut. Ich meine, ich verstehe es ja auch, ne? Wenn du als Influencer, Influencerin hast du halt echt viel zu tun. Und wenn du da irgendwie kein Management noch nicht hast, so irgendwie, dann ist so eine Key-Anfrage, besteht halt wirklich darin, PS5 2, thanks. Und ja, die ist aber teilweise halt legitim. Und dann kriegst du halt eine Anfrage von einem offensichtlichen Fake, die halt schön formuliert ist, voll nett, personalisiert, so wie eine Anfrage eigentlich sein sollte. Die machen Screenshots rein, wie sie in den YouTube-Kanal, den sie sich ausgeben, eingeloggt sind. Das sind gefotoshoppte Bilder, sind da im Anhang dabei. Ja, es ist schon sehr absurd geworden, was das alles angeht. Ich bin mittlerweile dazu übergegangen, den Leuten dann entweder gesperrte Keys zu schicken. Also ich habe schon immer so eine Hand gesperrte Keys, die dann hoffentlich auf diesen Plattformen landen. Oh, Micha, auch gut bei Fake Keys immer dabei. Er macht den Leadspeak absolut. Immer Fake Keys, wo ich weiß gar nicht, wie weit wir da ins Detail reingehen dürfen, was wir öffentlich zugeben wollen. Nö, ich kann öffentlich zugeben, ich werde jetzt nicht zitieren, was ich dann in Leadspeak dort reinschreibe, aber ich beleidige die sehr, sehr übel, weil mir das wirklich ein Dorn im Auge ist. Und das tatsächlich einfach der Aspekt bei mir bei der Arbeit ist, den ich am meisten hasse, diesen Part. Weil es nicht wahr sein kann, was da abgeht. Und da nehme ich mittlerweile auch kein Blatt mehr vor den Mund, denen vor den Kopf zu stoßen. Und ich bete, dass diese ganzen Keys und auch diese Fake Keys, die ich da generiere, die wirklich sehr unflätig sind, ich bete, dass die auf diesen Plattformen landen und dass diese Accounts dadurch gesperrt werden. Ich weiß, es ist nur ein Tropfen auf einen heißen Stein, aber hey, man tut, was man kann. Und es ist immerhin geiler Twitter-Content, ehrlicherweise. Ja, das ist schon... Jetzt ist... uns von Entwickler- und Publisher-Seite sind uns natürlich so ein bisschen die Hände gebunden. Klar können wir hier falsche Anfragen abschmettern und wir können auch gucken, dass wir draußen vielleicht ein bisschen Bewusstsein schaffen. Da geht es uns nicht darum, dass wir einen größeren Cut von euren von den Verkäufen wollen, dass wir wollen, dass ihr da draußen mehr Geld ausgibt, sondern da geht es einfach nur darum, dass ihr vielleicht potenziell geklaute Ware kauft, so die mit Kreditkartenbetrug rangeschafft wurde. Jetzt weiß ich, dass der Micha schon, ich glaube auch schon in dieser Folge gesagt hat, so grundsätzlich, bevor ihr Key kauft, dann pirateriert es lieber, so der Schaden, der mit der Raubkopie angerichtet wird und der Ärger ist einfach geringer. Jetzt haben Micha und ich auch in der Vergangenheit schon öfters mal drüber diskutiert, wenn wir Influencer-Anfragen sichten und wir sehen, dass Leute gepartnert sind mit Keystores, wo wir uns hundertprozentig sicher sind, dass da nicht nur auf dem Marketplace des Keystores, sondern auch über den Keystore selber vielleicht so ein paar shady Keys verkauft werden. Da sagen wir auch manchmal schon so, finden wir schwierig, da jetzt diesem Influencer, der damit gepartnert ist, einen Key zu schicken. Ich weiß auch, dass das öfters mal EA, glaube ich, EA hatte das, glaube ich, relativ groß gemacht im Zuge von Battlefield 3, dass sie da den Community-Support, den Ambassador-Support für die Leute eingestellt haben, für die Streamer. Was bleibt uns denn noch an Möglichkeiten? Also wie gesagt, die Influencer, die mit solchen Shops verpartnert sind, die kriegen von mir generell keine Keys mehr, weil ich nicht sicher sein kann, ob sie die selber nutzen oder ob sie dort verkauft werden. Und ich versuche eigentlich auch zu vermeiden, dass irgendwer für die Werbung macht, wenn das in meiner Macht steht. Ganz ehrlich, ich plädiere, also das ist meine persönliche Auffassung, damit spreche ich jetzt weder für Deck 13 per se oder auch für irgendjemand anderen der Anwesenden hier, aber aus meiner Sicht, ganz ehrlich, wenn ihr ein Spiel, in dem ich mitgearbeitet habe und für das ich als Publisher verantwortlich bin, was unter meinem Product Management erfolgt, dann ist es mir lieber, wenn jemand das Spiel raubkopiert, als dass er einen Key auf so einer Plattform kauft. Weil dann spielt das wenigstens und macht mir nicht noch einen Ärger dazu. Das ist echt legitim. Ja, wenn man schon kauft, dann bitte richtig und nicht irgendwie so halbherzig. Dann kann man es auch lassen. Was das Thema angeht, generell, also wie erkennt man so einen Shop eigentlich? Das ist relativ einfach. Wenn die Preise überdurchschnittlich viel zu niedrig sind, selbst für Launch-Titel, also Titel, die gerade erst rausgekommen sind. Also wenn ihr da irgendwie, keine Ahnung, Can't Drive ist gerade für 2-3 Euro seht, dann kauft es bitte nicht dort,
sondern kauft es bitte auf Steam oder in den, auf den Konsolen-Stores direkt. Danke. Damit tut ihr dem Ben auch einen Gefallen. Aber so generell, wenn die Preise viel zu niedrig sind, würde ich mir Gedanken machen. Und erst recht Gedanken würde ich mir machen, wenn ein Shop mir als User für einen Aufpreis pro Key eine Versicherung anbietet, dass dieser Key wirklich funktioniert. Also ganz ehrlich, das ist so, spätestens da würde ich mir Gedanken machen, dass da irgendetwas doch nicht stimmen kann. Dass das nicht mit legalen Dingen zugehen kann. Stell dir das mal beim Kühlschrank vor. Ja, so, ja, also das ist Neuware, ne? So im Mediamarkt. Aber damit es wirklich funktioniert, hier sind nochmal 20 Euro zu den 400 Euro für den Kühlschrank drauf, dass der auch wirklich funktioniert. Wenn er dann nicht funktioniert, dann kriegst du einen neuen, ansonsten nicht. Also wo kommen wir denn da hin? Das ist halt wirklich ein also Wahnsinn. Und das Schlimme, was ich daran auch ganz, ganz schlimm finde, ist, wenn ich bin sehr vokal, was das Thema angeht, auch gerne mal auf Social Media. Und wenn dann wirklich Leute in meine Twitter-Timeline sliden und meinen, ja, wieso? Nee, ich kaufe das lieber dort, als Raub zu kopieren. Du liegst mit deiner Aussage falsch. Und ich so, nein, ich weiß, wovon ich rede. Das kann doch nicht sein, so, dass du eine Versicherung abschließt, dass du, dass der geklaute Key, den du gerade kaufst, für Geld funktioniert. Also, was in deiner Welt funktioniert nicht in deinem Kopf? Das ist, ja, ich gerate da sehr schnell in Rage und das tut mir sehr leid, aber das ist halt etwas, was mir persönlich sehr nahe geht, weil ich das einfach nicht verstehen kann. Lass uns da mal den Adrian zu fragen. Würdest du dafür auch so klare Worte finden wie der Michael? Ja. Na, jeder seine eigene Sicht am Ende. Sicht der das Dinge. Ist auch völlig fair, wenn nicht, du eine andere hast. Ich bin jetzt nicht der Meinung, dass jemand, der ein Keysilent-Spiel kauft, der will sicher jetzt keinem was Böses tun. Ich denke, wichtig ist, dieses Bewusstsein zu schaffen, was eigentlich dahinter steht. Ich bin der Meinung, wenn man sich heute anschaut, wie der Markt funktioniert, wirst du eigentlich ein Spiel zu irgendeinem Zeitpunkt wirst es zu dem Preis kriegen, den du dir leisten kannst oder den du bereit bist auszugeben. Ja? Du wirst vielleicht nicht immer zum Launch das Spiel zu dem Preis kriegen, wie du willst, aber die Realität ist, wenn du lange genug wartest, wirst du es zu dem Preis kriegen, wo du bereit bist auszugeben. Und wenn es irgendwann ist, als kostenloser Xbox Pass oder sonst irgendwo kostenlos mit nur dem Humble Bundle beim PC-Titel. Es wird irgendwann eine Zeit kommen, da kannst du im Spiel mit dem Preis kaufen, wo du sagst, es ist es dir wert. Ja? Und da wäre auch mein Wunsch und so ein bisschen ein Appell an die Spieler draußen zu sagen, okay, aber nicht das Geld jemanden zu geben, der wirklich reich wird mit anderer Leute Arbeit in trügerischer Art und Weise. Und ich finde, das sind sehr schöne Schlussworte. Nur noch mal kurz, um das kurz klar zu machen. Ich habe selber ja diese Folge auch damit eingeleitet, dass ich gesagt habe, ich habe früher, weil als Schüler mein Taschengeld einfach auch nicht groß war, war ich mehr oder weniger darauf angewiesen, in diesen Keystores zu kaufen. Und ich war mir zu diesem Zeitpunkt auch nicht bewusst, was da die Hintergründe sind. Deswegen war es mir ein Anliegen, auch nachdem ich jetzt noch mal diese ganzen Fake-Anfragen gesehen hatte letztes Jahr, dass ich hier mal ein bisschen drüber quatschen wollte, um auch einfach Bewusstsein zu schaffen, weil ich nicht weiß, was von dem, über das wir heute geredet haben, wo wir alle so ein bisschen auf derselben Page sind, findet bei euch da draußen statt. Was davon versteht ihr? Vielleicht war diese Folge unnötig und ihr habt das alle schon verstanden. Mir ging es darum, ein bisschen Bewusstsein zu schaffen. Kauft bitte keine Hehlerware so. Das ist die große Grundessenz. Ey, könnt gerne in legitimierten Keystore das Spiel ein bisschen billiger schießen. Da haben wir gar kein Problem mit. Da freuen wir uns drüber, wenn ihr einen guten Deal macht. Aber 6 Euro für einen Key und den gibt's dann nur auf Russisch, das ist kein guter Deal, das ist ziemlich sicher Hehlerware. Aber es soll keine große Moralpredigt sein, wie gesagt, ich habe Empathie, wenn Geld nicht da ist, aber ich glaube, was Adrian gerade gesagt hat, das passt schon ganz gut. Seid euch bewusst, dass Spiele einen Wert haben und zahlt das für Spiele, was sie euch wert sind. Und wenn ihr sagt, ihr kauft Spiele grundsätzlich nur, wenn sie unter 10 Euro sind, dann ist das völlig fair, dann ist das der Wert, den ihr bemesst. Aber dann kauft die bitte auf Steam. So, das soll es gewesen sein, meine Freunde. Ihr könnt diese Folge nochmal hören als Podcast. Auf Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, im RSS-Feed. Ihr könnt aber auch die Folge von letzter Woche nochmal hören. Oder, falls ihr das später guckt, die Folge von nächster Woche. Ansonsten dürft ihr uns auch sehr, sehr gerne sowohl bei der GameStar als auch bei YouTube Kommentare schreiben. Wir würden uns sehr freuen, was denn eure Erfahrung ist mit Keysellern, ob ihr vielleicht selber euer Konsumverhalten, was diese Keys angeht, so wie ich geändert habt, als ihr gemerkt habt, was da passiert,
ob ihr grundsätzlich eine ganz andere Meinung habt und sagt, hä, das ist doch mir egal, das ist doch nicht mein Problem. Ich als Konsument gehe immer den Weg des geringsten Widerstands, sprich den Weg des geringsten Preises. Ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Vielleicht sage ich Micha, er soll die Kommentare nicht lesen, je nachdem, wie die dann aussehen. Vermutlich. Und dann war es das, meine Freunde. Vielen, vielen Dank, dass ihr hier dabei wart in dieser Runde. Vielen, vielen Dank für eure Anwesenheit. Ihr da draußen, Dankeschön für eure Aufmerksamkeit. Und vielleicht sehen wir uns nächste Woche wieder. Tschüss. Ade. Ciao. Tschüssi.